Der Kleine hier ist soeben zur Isolierstation eingeliefert worden. Vorgestern hat er leichtes Fieber gehabt, gestern bekam er Halsweh. Die Ursache wurde nicht erkannt. Dann kam die Atemnot. Leider hat der Junge auch keine Schutzimpfung gegen Diphtherie erhalten. Darum fehlen ihm die Abwehrstoffe gegen das Gift, das der Bacillus ins Blut absondert und das böse Lähmungen zur Folge haben kann. Ein süßlicher Geruch kommt aus dem Mund. Für Diphtherie ebenso kennzeichnend wie im Rachenraum der weißlich-graue Belag. Er ist hier von den Mandeln schon auf das Zäpfchen übergegangen. Ja, schon in den Kopf. Hier gibt es nur eine Rettung. Ein operativer Eingriff unterhalb des Kehlkopfes muss die Luftröhre öffnen. Nun wird das Kind wieder atmen können. Die schlimmen Folgen einer Diphtherie lassen sich nur vermeiden, wenn der Kranke frühzeitig zur Behandlung kommt. Hier ist ein solcher Fall. Dem Jungen schmeckt seit gestern das Essen nicht mehr. Er hat Fieber, 38 Grad, und ist recht matt. Na, was fehlt dir denn? Tut dir was weh? Kann nicht schlucken. Spaten, Herr Doktor. So, nun setz dich mal auf. Mit einem Druck auf den Zungengrund übersieht der Arzt den Rachen und stellt einen Belag auf den Mandeln fest. Die Drüsen im Kiefernwinkel sind stark angeschwollen. Seruminjektion. Dieses Heilserum wird verhindern, dass die Diphtheriebazillen das Blut des kleinen Patienten noch weiter vergiften. Millionen von Kindern in aller Welt verdanken diesem Heilserum Gesundheit und Leben. Sie verdanken es Emil von Behringen, dem Arzt und Forscher. Wie kann ein Serum überhaupt heilen? Nun sehen wir zu, wie man es gewinnt. Nicht weit von Marburg hat Behring sein Verfahren entwickelt. In den Glaskolben befindet sich Nährbouillon. Die Laborantin impft Diphtheriebakterien hinein. Vom Rachenabstrich eines Kranken in Reinkultur gezüchtet. Nun sollen sich die Bakterien vermehren. Damit sie sich wohlfühlen und gut wachsen, kommen sie in einen Brutraum. Er hat die Temperatur des menschlichen Körpers. Im Laufe einiger Tage entsteht aus der winzigen Impfung eine dicke Haut, ganz aus Bakterien. Beim Kranken scheiden sie ihr Gift ins Blut aus. Hier in den Flaschen sondern sie es in die Nährbouillon ab. Und das war nun Behrings Entdeckung. Der gesunde Körper wird durch diese Giftstoffe angeregt, Gegengifte zu entwickeln. Und Behring fand weiter, wenn man einem Tier geringe Mengen des Giftes einspritzt, kann man aus seinem Blutserum ein Heilmittel für kranke Menschen entwickeln. Über jedes Pferd wird ein Tagebuch geführt, aus dem ersichtlich ist, in welchen Mengen und wann das Diphtheriegift das sogenannte Toxin erhalten hat. Der Pfleger überwacht die Temperatur der ihm anvertrauten Pferde und sorgt für ihr Wohlbefinden. Nach wiederholten Toxingaben ist ein Pferd gegen die Bakteriengifte gefeit.
Dies brachte Behring auf den Gedanken der aktiven Schutzimpfung. Wenn nämlich der Mensch eine winzige Toxingabe erhält, entwickelt er selber aktiv den Schutz gegen eine Diphtherieerkrankung. Dieser Schutz hält längere Zeit vor. Nach der letzten Impfung hat das Pferd 3 Wochen Ruhe. In dieser Zeit haben sich in seinem Körper genügend Abwehrstoffe gebildet. Nun kann ihm der Tierarzt das erste heilkräftige Blut abnehmen. Das Blutwasser dieses Pferdes soll vielen Kindern das Leben retten. Bald beginnt der Blutkuchen zu sinken. Immer klarer trennt sich von ihm das Blutwasser. Dieses helle Blutwasser, das Serum, enthält die Abwehrstoffe gegen das Gift der Diphtheriebakterien. Beim Abgießen des Serums muss dafür gesorgt werden, dass aus der Luft keine Krankheitserreger herankommen. Die Flamme soll sie abtöten. Von nun an bleibt das Serum unter schützender Gaze. Mit der Maschine misst die Gehilfin jede Ampulle genau die gleiche Injektionsmenge zu. All dies geschieht in keimfreien Räumen. Manchmal schwimmt noch ein winziger Rest des Blutkuchens im Serum. Da zum Beispiel. Die Ampulle ist zu beanstanden, scheidet aus. Da, wieder eine. Behrings Diphtherieheilserum hat unzähligen schwerkranken Menschen geholfen. Oft in größter Lebensgefahr. Durch eine vorbeugende Schutzimpfung aber kann man viele Kinder davor bewahren, der Diphtherie überhaupt erst anheimzufallen. So erfüllt sich das seherische Wort Emil von Behrings: Diphtherie ist eine vermeidbare Krankheit. Musik.